Hallöchen, meine Lieben, heute machen wir Glitzerzucker selber. Und wir brauchen diese Zutaten, wir brauchen Speisefarben eurer Wahl, kleine Backformen, einen Plastiklöffel, feinkörnigen Zucker und ein bisschen Wasser, um die Farbe anzumischen. Ich habe jetzt in jedem Glas ungefähr 2 Esslöffel Wasser und da mische ich mir jetzt die Farben meiner Wahl an. Dann kommt in jede Backform eine Tasse Zucker. Ihr könnt das aber auch ganz gerne auf einem Blech machen oder auch in Auflaufform. Das geht natürlich auch. Und jetzt kommen einfach die 2 Esslöffel Farbe in den Zucker rein. Und das muss richtig gut durchgerührt werden. Es dauert schon ein bisschen. Und ja, wenn es euch noch nicht stark genug ist, die Farbe, dann macht da noch ein bisschen mehr Farbe dran. Das geht natürlich auch. Und das Ganze muss jetzt 45 Minuten bei 60 Grad in dem Backofen schön trocknen. So, das Ganze war jetzt im Backofen und ist gut durchgetrocknet und ihr müsst jetzt einfach nur noch den Zucker wieder weich machen, von der Form lösen. Ich nehme jetzt einfach solche Zipperbeutel, mache den jeweiligen Zucker da rein und kann den dadurch schön klein machen und wieder fein zerbröseln. Um den Zucker trocken zu lagern, habe ich einfach so kleine Plastikdöschen mit so einem Deckel. Da mache ich den Zucker rein und da ist er echt lange haltbar. Und dann kann ich den, je nachdem, wann ich ihn brauche, ja, benutzen und tolle Cupcakes oder Torten oder Kuchen dekorieren. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ein Beispiel. Ich habe mir Cupcakes gebacken und ja, die bestreiche ich mit Buttercreme und tunke die dann einfach nur in den Glitzerzucker ein, so wie hier. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einfach einen bunten Daumen nach oben. Über einen Kommentar freue ich mich natürlich auch. Und dann würde ich sagen, tschüssi, bis zum nächsten Video. Bye!